Bonjour à tous und willkommen zu einer neuen Video. In diesem Video geht es um die Possessivpronomen mein und meine. Les pronoms possessifs mon, ma, mes. Ihr kennt vielleicht noch Mathieus Familie. Er hat sie schon in einem anderen Video vorgestellt. Mon père s'appelle Pierre. Ma mère s'appelle Martha. Mes parents s'appellent Pierre et Martha. Mon grand-père s'appelle Jean. Ma grand-mère s'appelle Jeanne. Mes grands-parents s'appellent Jean et Jeanne. In diesem Video klären wir die Frage, wann man mon, ma und mes benutzt. Eigentlich ist es ganz einfach. Man sagt mon père, weil le père männlich ist. Das erkennt man am Artikel le. Man sagt ma mère, weil la mère weiblich ist. Das erkennt man am Artikel la. Man sagt mes parents, weil les parents Mehrzahl ist. Das erkennt man am Artikel les. Zweites Beispiel. Mon grand-père. Le grand-père ist männlich. Ma grand-mère. La grand-mère ist weiblich. Mes grands-parents. Les grands-parents ist Mehrzahl. Drittes Beispiel. Mon frère. Le frère ist männlich. Ma sœur. La sœur ist weiblich. Mes frères et sœurs. Les frères et sœurs ist Mehrzahl. So funktioniert es bei jedem Nomen. Le pull. Mon pull. La robe. Ma robe. Les chaussures. Mes chaussures. Le pantalon. Mon pantalon. La casquette. Ma casquette. Les chaussettes. Mes chaussettes. Ich hoffe, dass dieses kleine Video euch gefallen hat. Viel Spaß noch beim Lernen. À bientôt!